Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Und jetzt? Moment. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Ja. Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Oh. Gib dir kein... Ich habe die... Wenn du... Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Will er jetzt los? Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ah. Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Yes. Nice. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Hi! Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du, was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Ja. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Yeah. Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Doch? Na siehst du. Vielleicht? Können wir das dann... Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die Sonne... Lilly... Achso. Bam! Der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Ha. Oh oh, es geht los. Schnell eincremen. Oh. Ja, es tut mir leid. Ich wollte ihn nicht. Scheiße. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Yes! Nice! Sehr geil! Geil, nice. Es fehlen, glaube ich, noch zwei Verbote, ne? Ne, drei. Spitze Gegenstände, wütend werden und tun lassen, was man will.
Wir sind ja sogar schon hier. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Edna, komm schon. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Oh. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdelü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. So, haben wir noch was? Fernrohr. Okay. Gut, wir haben ja die Uhu-Pfeife. Das heißt, wir können auch Garrett warnen. Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Oh. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischenfunkte. Hast du auch was? Ich weiß, ich bin immer noch... Auf diesem Baum hatte es sich ein Uhu bequem gemacht. Lass das, ey. Okay. Ach verdammt. Moment, vielleicht Entschuldigung? Dann wird dazu schon gut. Wenn ich jetzt lache... Er zu Lasters. Warte, wenn ich A sagen würde, er zu Lasters. Wenn ich Entschuldigung sage, wird er zu schon gut. Wenn ich jetzt schon gut mache? Was war das denn? Gurr? Lass das. Uhu, Achievement. Endlich konnte Lilly Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Endlich konnte Lilly Garrett...
Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Das war ja laut. Hast du das auch gehört? Ist doch jemand. Warte mal. Das haben wir gleich. Oh. Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh oh. Das Phantom! What? Was ist das denn? Lilly schaute den flüchtigen Wärtern noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Ich hätte gerne den Schlüssel. Wo ist Garrett hin? Die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Warum sind die nicht weggefahren? Das frage ich mich gerade. Ah, Garrett, hallo. Lilly, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Nee. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Was ist denn mit dir? Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zähnen oder Fingern verabschieden. Alter! Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Was ist denn mit dir? Lilly hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Ja. WTF, ey. Einfach nur WTF. Ja, GG. Ja, GG. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lilly hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ja. So, Mauer, ach so, wir haben nur die Hintertür. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lilly die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Und nicht dein Ernst. Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lilly erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lilly weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Busch. Es gab nicht viele Arten, einen Busch zu benutzen. Lilly hatte sie einmal alle auf einer Liste zusammengetragen. Aber dann hatte die Oberin ihr die Liste weggenommen. Oh, wie gemein. Lilly freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lilly hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch.
What? Ja. Warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? What? Kapitel 3, die Anstalt. Ednas Versteck-Achievement. What? Einfach so durch so ein Loch fallen, weißt du? Ja, klar. Nice. Gut, ich glaube, wir sind bald durch mit dem Spiel, Leute. Habe ich das Gefühl. Hm. Nimm den Schlüssel immerhin. Kann ich mal wieder aussteigen? Scheint nicht so. Oh shit. Vielleicht hätte ich erstmal den Weg lang gehen sollen, so. Aber okay. Oh. Das dauert so lange. Komm, Lilly. Go! So, ich will jetzt erstmal so lang gehen. Nichts. Was ist, wenn ich mit dem Boot... Nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Die Tür war fest. Oh! Hm. Na, wen haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. What? Bleib schön stehen, hörst du? Hey, stehen bleiben! Tschüss! Bleib schön stehen, hörst du? Nee. Nee, nee, nee. Will ich nicht. Hey, komm zurück! Nee. Jetzt macht das Sinn, warum wir hier langfahren können mit dem Boot. Gib auf, du kannst mir nicht entkommen! Doch, das geht. Schon gar nicht gegen die Strömung. Kommt das Phantom hier noch hinterher? Bleib schön stehen. Tschüss. Hey, komm zurück. Es hat funktioniert. Triumphierend erklomm Lilly die Leiter. Sie hatte endlich einen Weg ins Innere der Anstalt gefunden. Nicht so schnell! Was, wenn ich einfach den Knopf spamme? Dann muss ich... Hä? Hä? Ich verstehe das Rätsel nicht. Hallo, was? Obwohl sie kurzzeitig von einem schwebenden Energy Smarty abgelenkt war, erreichte Lilly die rettende Kante. Keinen Augenblick zu früh, denn die Leiter kippte hinter ihr um und riss das Phantom mit sich in den Abgrund. Nein! Gestärkt von dem Energy Smarty konnte sich Lilly an der Kante hochziehen. Ihre Suche nach Edna konnte weitergehen. Ich dachte halt, das wäre ein Knopf so für, dass die Welt muss aufhören oder so. Hä? Was? What? Hä? Ich mein, hä? Als ob. Hier ist eine Lochkarte. Hier sind ganz viele Lochkarten-Dinger. Das war wohl die falsche Karte. Das war wohl die... Okay. Das war...
Hier? Ja! So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.